Was ich hier in der Hand habe, sieht aus wie ein altes Buch. Ist aber kein altes Buch, sondern es ist eigentlich ein neues Buch. Und zwar geht es jetzt ganz klar um Spiele. Bei mir ist wieder Felix Buschbaum von Buschbaum Media. Hallo Felix. Hallo Wolfgang, grüß dich. Felix, Spiele. Du hast ja früher Lösungsbücher für Spiele geschrieben. Du hast mir mal gesagt, du hast im Jahr bis zu 15 Bücher geschrieben mit Kollegen zusammen. Das war ja eine Menge. Wie viel schreibst du heute im Jahr? Heute schreibe ich kein einziges mehr im Jahr. Woran liegt? Ich habe, glaube ich, mein letztes Buch vor 3 Jahren geschrieben. Das liegt einfach daran, dass der Markt für Bücher, wie auch bei anderen Nachschlagewerken, in dem Sinne gar nicht mehr existent ist, sondern dass es im Prinzip nur noch was für Sammler ist. Und die meisten Spieler sich ihre Lösungen und ihre Tipps jetzt aus dem Internet ziehen. Ja gut, ist ja nun klar, ich hole mir alles aus dem Internet, warum nicht meine Lösungen dafür? Nur, wer erstellt die? Ist so ein Buch. Das wurde ja früher geschrieben, Monate bevor ein Spiel auf den Markt kam. Da hat also der Autor die Spiele Vorabversionen bekommen und konnte da richtig tief drin rumgraben und hat dann Tipps und Tricks und was weiß ich was. Wir können ja hier mal reingucken, vielleicht schafft man das ja hier. Was hier so alles drinsteht in einem solchen, mit vielen, vielen Bildern, mit vielen Erklärungen, Vorschau auf Leichen habe ich gesehen und was weiß ich nicht alles. Heute ist es ja nicht mehr so. Wenn ich diese Informationen aus dem Internet hole, sind die dann älter als ein solches Buch, die Informationen? Unterschiedlich. Also natürlich habe ich bei den Büchern, die es wie gesagt für große Online-Rollenspiele oder Rollenspiele auch heute noch gibt, immer den Vorteil gehabt, wenn ich das Spiel gekauft habe, zum gleichen Zeitpunkt war ein Buch verfügbar, in dem wirklich quasi alles, nahezu alles über dieses Spiel drin stand, das mir in jeder Situation, in jedem Level weiterhalf. Heute ist es einfach so, dass Spieler dann zunächst einmal quasi auch selbst anfangen, dieses Spiel zu spielen und dann ihre Erfahrungen auf verschiedenen Internetportalen, in Foren, in Blogs miteinander austauschen. So entstehen natürlich auch quasi dann mehr oder minder vollständige wirklich Walkthroughs, Lösungen, Wikis, wo man dann was findet. Aber das dauert natürlich dann, je nach Umfang des Spiels, ein paar Tage, Wochen oder gar Monate, bis da, sag ich mal, sowas Umfangreiches entstanden ist, wie es früher in diesen Büchern möglich war. Macht eigentlich so ein Buch Sinn? Ich meine, ich habe Bücher, hast du mir selbst vorhin noch gesagt, gesehen, da war ein Lösungsbuch oder ein Anleitungsbuch für ein Autorennen drin. Das ist ja nun blödsinnig bis zum Gehtnichtmehr, nach meiner Meinung. Aber es gibt ja auch komplexe Spiele, wo man vielleicht wirklich Hilfe braucht. Macht das heute wirklich noch Sinn oder macht es keinen Sinn mehr, dass man zu Spielen Lösungen sich dazu sucht? Denn ich habe ja ein Spiel, ich kaufe ja ein Spiel, ich gebe ja Geld aus, damit ich spielen kann. Wenn ich aber jetzt die Lösungen dazu bekomme und brauche nur das einzutippen, was im Buch oder im Internet steht, was für einen Sinn habe ich da noch am Spiel? Klar, wenn man natürlich wirklich ein Spiel komplett nach Lösung spielt, dann entnehme ich dem Spiel natürlich wirklich seinen Sinn, dann ist es keine Herausforderung mehr, dann habe ich nichts mehr zu knobeln, dann spiele ich im Prinzip eine virtuelle Geschichte nach. Sinn machen diese Bücher oder generell Tipps, Cheats, Codes einfach in dem Moment, in dem ich sage, ich komme beispielsweise in dem Spiel nicht weiter. Dann habe ich ein Problem, ich komme an einem Bossgegner nicht vorbei oder ich schaffe einfach ein Level nicht, weil ich ein Rätsel nicht gelöst bekomme. Und wenn ich dann sehe, ich habe für ein Spiel 40, 50, 60 Euro ausgegeben und komme vielleicht nach der Hälfte der Spielzeit nicht mehr weiter, ist das das Schlechteste, was ich tun kann, das Spiel aufzuhören, weil ich nicht mehr weiterkomme. Mhm. Dann kann ich beispielsweise ins Internet gehen oder mir anderweitig Hilfe suchen und schauen, wie komme ich an dieser konkreten Situation, an diesem konkreten Problem, wie komme ich da weiter. Dann sollte ich aber mir selbst einen Gefallen tun und diese Lösung auch einfach wieder zumachen und nicht weiterschauen, sondern natürlich selbst versuchen, das Spiel dann wieder auf eigene Weise zu lösen. Oder Alternative, es gibt natürlich sehr, sehr viele Spieler, gerade im Bereich von Adventures, Rollenspiele oder auch bei Casual Games, die sagen, ich möchte halt in jedem Level die Höchstpunktzahl haben. Es gibt überall eine Goldwertung und die möchte ich in jedem Level erreichen. Ich habe das schon 20 Mal gespielt, ich komme immer nur bis Silber. Wo ist der Trick, auf den ich persönlich gerade nicht komme? Und dann schaue ich halt im Internet nach. Und, also ein bisschen Selbstbetrug ist dabei. Natürlich, ein bisschen Selbstbetrug ist sicherlich dabei. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich natürlich wirklich viel Geld ausgegeben habe für ein Produkt und komme dann einfach nicht weiter, dann ist es, sag ich mal, natürlich einfach eine kleine Hilfe. Ja, ich schaue auch in die Betriebsanleitung von meinem Auto, wenn ich irgendwas nicht weiß oder so. Jetzt haben wir hier aber doch noch einige Bücher, die du mitgebracht hast, auch ältere Bücher, Lösungsbücher. Das heißt, es gibt also doch noch Lösungsbücher und
Anleitungen oder wie auch immer, neben dem Internet. Richtig. Wofür brauche ich eine gedruckte Ausgabe, wenn ich es doch alles im Internet finden kann? Sagen wir so, gerade bei großen Rollenspielen, Online-Rollenspielen, ist es halt zum einen, wie gesagt, schwierig, was wirklich Vollständiges zu finden. Und zum anderen ist natürlich dann auch immer die Frage, wenn ich in diesen Rollenspielen beispielsweise große Karten habe, auf die ich regelmäßig oder immer wieder drauf gucken möchte und die ich mir vielleicht auch nicht unbedingt in Schwarz-Weiß oder auch in Farbe ausdrucken kann, weil sie auch einfach über mehrere Seiten beispielsweise gehen oder im Ausdruck mit Text nicht gut genug werden, dann ist es natürlich von großem Vorteil, wenn ich mir so ein Buch daneben legen kann oder wenn es über Tabellen geht, die mehrere Seiten umfassen, dann ist es einfacher, mal schnell in einem Buch nachzuschlagen, als immer wieder aus meinem Spiel rauszugehen, ein anderes Programm aufzurufen, sei es ein Webbrowser, sei es ein Dokument, sei es ein PDF oder ein Word-Dokument, wo ich dann auch ein entsprechendes Programm aufmachen muss, immer zwischen Programmen hin und her switchen muss, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn ich wirklich eine gedruckte Lösung direkt daneben liegen habe. Mal abgesehen davon, Deutschland ist nach wie vor ein Land, wo viel Retail gekauft wird im Laden, wo sehr viele Spieler nach wie vor lieber die Gaming-Box im Regal stehen haben und daneben sieht ein gedrucktes Lösungsbuch natürlich immer noch sehr, sehr schick aus. Jetzt sage ich mir, wenn ich einen Computer habe und habe auf dem Computer ein Spiel laufen und ich brauche einen Tipp, ich komme irgendwo an irgendeiner Stelle nicht weiter, könnte ich mir dann nicht irgendwo ein Programm laden, was an meiner Stelle da jetzt weitermacht oder irgendwas verändert oder freischaltet oder was weiß ich was? Ja klar, diese Programme gibt es für sehr, sehr viele Spiele natürlich auch. Das sind sogenannte Trainer, die verschaffen mir verschiedenste Vorteile, dass ich beispielsweise unsterblich bin und unendlich Geld habe oder so unendlich Ressourcen habe. Unsterblich, ja. Ja, also ganz verschiedene Vorteile kann ich mir da je nach Spiel halt verschaffen. Die gibt es auch im Internet bei großen Gaming-Portalen, aber da muss ich halt ein bisschen beachten, auch das sind dann wiederum kleine Programme. Und kleine Programme können bei allen Gefallen, die sie mir tun, natürlich auch immer so kleine fiese Trojaner oder Viren oder irgendwas enthalten. Also gerade bei solchen Dingen sollte man immer ein bisschen aufpassen, wo ich mir so etwas ziehe, wie seriös ist das Portal, wo ich mir diese Sachen runterziehe und im Zweifelsfall auf jeden Fall einen aktivierten Virenkiller im Hintergrund haben, wenn man solche Programme ausführt. Rein zur Sicherheit. Sind also nicht die Spielehersteller, die jetzt zusätzlich sagen, du kriegst auch noch einen Trainer dafür, sondern das kommt von irgendwelchen Drittanbietern. Richtig, genau. Das sind im Prinzip Programmierer, die selbst diese Sachen entweder herausgefunden haben oder, sag ich mal, sich Passwörter und Codes, die Programmierer im Ursprung in dem Spiel drin gelassen haben, aus der Entwicklungsphase halt zunutze machen, um dann entsprechend ein kleines Programm dazu zu schreiben, das mir dann, sag ich mal, ermöglicht, das Spiel, wenn ich so will, auszutricksen. Ja. Wie kann ich denn versuchen, einen Weg zu finden, dass ich eben nicht an gemeinen Trojaner mit einfange dabei? Du hast eben schon gesagt, seriös oder so, aber was ist im Internet seriös? Die seriösesten Seiten sind die größten Lumpen manchmal. Wie kann ich das sicherstellen? Das stimmt, in der Tat. Also da würde ich einfach mal beispielsweise nach großen Portalen gucken, die, sag ich mal, auch sehr, sehr viele Lösungen haben. Also beispielsweise in Deutschland ist Spieltipps.de ist das größte Gaming-Portal. Da finde ich sehr, sehr viele Cheats, Komplettlösungen und dann auch Trainer, also sehr, sehr großen Mix. Da sind auch sehr, sehr viele User aktiv, da wird sich ausgetauscht über diese Dinge und da kann ich dann auch genau nachlesen, haben das schon sehr, sehr viele Leute installiert beispielsweise, können die damit arbeiten. Also ich habe beispielsweise hier mal gerade ein Spiel gestartet, ich gehe hier mal gerade raus. Wenn ich jetzt mal auf den Browser gehe, beispielsweise hier habe ich jetzt die Seite Spieltipps, von der ich gerade sprach. Hier kann ich jetzt in der Suchzeile beispielsweise mein gesuchtes Programm eingeben. Ich habe eben schon mal nach dem Eurotruck-Simulator gesucht und hier bekomme ich dann beispielsweise einen kompletten Artikel und kann dann neben Fragen, die mir zu diesem Spiel beantwortet werden, also beispielsweise auch Tipps und Sheets aufrufen. Und wenn ich dann die entsprechende Seite aufrufe, ich habe hier auch schon mal weiter geklickt, Moment, hier sind wir. Hier gibt es also jetzt ganz viele Codes, Tipps und Sheets, die dann auch, wie gesagt, von Usern kommentiert werden, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und das sind wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo ich mir dann entsprechend Sachen ziehen kann. Und wie gesagt, für andere Genres, wie gesagt, beispielsweise Adventures, gibt es Seiten ganz spezifisch wie adventurespiele.net. Da kann ich mir dann auch wirklich schriftliche Lösungen, wie ich sie beispielsweise früher in den Büchern hatte, jetzt auch als PDF herunterladen und habe dann also auch wirklich bebilderte Sachen, wo ich dann also auch Schritt für Schritt durch ein solches Spiel durchgeführt werde, genau gezeigt bekomme, wo ich einzelne Objekte finde, etc. pp. Und man findet im Prinzip für jedes Spiel und für jedes Problem im Internet eine Lösung. Ja, dafür ist ja das Internet da und die soziale Komponente vom Internet erhält also auch hier Einzug. Und dennoch habe ich gelernt, Bücher sind nicht ausgestorben für komplexe Rollenspiele und ähnliche Sachen. Ist ein Buch teilweise nützlicher als das Internet. Genau. Felix,
du bist für mich auch nützlicher als das Internet. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Schönen Dank für die Information.